Hallo und herzlich willkommen zu einem Minecraft-Projekt mit ganz vielen Leuten. Ich finde, die dürfen sich gleich selbst vorstellen. Ich grüße euch ganz herzlich zu Minecraft The Village mit zum Beispiel der Schneckball. Hallo. Dem Tai was? Hallo. Dem Bayerwald. Hallo. War gerade irritiert, weil dein Ingame-Name natürlich nicht dem... Ja. YouTube-Name entspricht der Damakasch. Hallöchen, ich kann nicht springen, deren... ich hau mir den Kopf ein. Sag doch was und mach nicht die Natur kaputt. Hi Mina, dem Chris, dem Krümel. Hallo. Und dem Tibran. Hallo. So, eigentlich ist noch der Brain und der Cookie mit dem Let's Play-Projekt Together dabei. Die sind aber heute verhindert, die müssen da nachziehen. So, habe ich was vergessen? Will noch jemand was sagen? Nö. Gut, nö. Ich will jetzt... Lecker Currywurst. Mit Pommes. Und Mayo. Kekse. Kannst ja vielleicht nochmal erzählen. Was machen wir denn jetzt? Warum auch nicht? Was machen wir jetzt? Hast du denn im Vorfeld schon irgendwie einen Platz rausgeguckt, wo man am besten so ein Dorf bauen kann? So, ach, ich habe... wissen die Zuschauer überhaupt, dass hier ein Dorf entstehen soll? Genau. Minecraft The Village. Also Village-Dorf, ne? Ich lasse euch erstmal schuften. Aber angemerkt sei, der Film The Village war der letzte Mist. Oh ja, ja. Das war er. Gerade gar nicht. Ja, dann müssen wir es besser machen. Sagt mir so eigentlich nichts, aber habe ich ja anscheinend nicht viel verpasst dann. Das ist ein Mädchen, ich fand den gar nicht so schlecht. Also, wenn. Es ging, naja. Also, Sharknado war definitiv schlechter. Ach, ich will die ganze Zeit doch immer Sharknado mit meiner Tochter gucken, die will den einfach mit mir nicht sehen. Oh doch, der ist so geil, die muss den unbedingt gucken. Der ist einfach nur so scheiße, dass der wieder der beste Film der Welt ist. Ja, ich habe ihr so als Alternative auch schon Sharktopus angeboten, aber den wollte sie auch nicht sehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Auf Netflix gibt's die halt, weißt du, sind beide da. Ich kenn's. Ich bin schon mal auf Kriegsfuß. Haben wir das erste Schwert gemacht? Ich auch. Ach, das wäre gar nicht dumm. Ich mache auch schon eine Schaufel. Was auf, ich habe ein Holzschwert. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Ich habe das schon so ewig nicht mehr gespielt. Das ist schon Jahre her. Sieht ja immer noch, das Holzschwert sieht aus wie ein Baseballschläger. So, ich habe jetzt einmal alle Werkzeuge. Schaufel, Spitzhacke und... Ey, Hauptsache du baust die ab und ich bin da am Craften. So. So, da steht sie wieder. So, jetzt kriegt der Creeper. Aber ich bin auch eigentlich schon... Es gibt einen Weg in die Schlucht. Echt? Ja. Außer Fallen? Ja, oh, guck rechts. Mal, Ausflug, Schlucht. Das probiere ich mal aus. Ich habe extra eine Treppe gebaut. Echt? Auch habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das werde ich wohl überleben. Das sehe ich erstmal ein bisschen um. Ich nehme gleich mal hier die Kohle mit. Typisch Frau. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Man kann nie wissen. Man immer gebrauchen. Also. Technischer Fortschritt. Ich hätte gerne Stein. Ja, komm runter hier. Wo geht ihr denn runter? Spring einfach, das überlebst du. Auf den Kopf. Bumm. Ah, hier sind gleich die neuen Blöcke, ja? Ja, davon gibt's recht viele. Also ich hoffe, wir verlieren uns jetzt hier nicht gleich, ne? Weil, wo seid ihr so? Ach, sobald die Mods raus sind, da finden wir uns dann auch wieder. Ja. Wir müssen ja eigentlich mal einen Ort suchen, wo wir zusammen was bauen. Ja, würde ich auch sagen, dass wir uns erstmal so einen Punkt suchen zum Niederlassen vielleicht, oder? Ja, können wir gerne machen. Wo man ein Dörfchen baut, das klingt auf alle Fälle so prinzipiell nach einer Idee. Eisen. Wisst ihr, was mir total fehlt hier? Wenn ich jetzt den Block anklicke sozusagen, zeigt er mir gar nicht an, was das ist. Ach so. War das nicht auch nur ein... Das ist eine Mod, ja. Das fehlt mir total. Jetzt zeigt er das aber an, ich habe keine Mod. Ja, nur wenn du es im Inventar hast, glaube ich. Ach so, ja gut, okay, ja. Ja, aber wenn du es auswählst, dann zeigt er es. Das hast du aber eigentlich nur mit, wie ist das?
BMI, oder? Ja. Wie heißt das Ding? Ich glaube, im Standard. Not enough items? Genau. Ja, ja, ja. Das gibt's aber, glaube ich, auch schon inzwischen. Okay. Oh, hier sind neue. Ah, das. Na gut. Okay, das sind die. Ich glaube, ich muss doch nochmal das Texture Pack dann ändern. Granit. Das ist die. Ach, das soll Granit sein. Ja. Ich habe gerade eins abgebaut. Was ist das hier? Das Eisen. Ach, das kann man mit Holz nicht abbauen. Brauchst du einen Steinhacke? Ich habe eine da. Deine Spitzhacke. Ja. Granit sieht bei mir aus wie Kies. Ja, bei mir auch. Also Kies in Braun. Ja, in allen Farben irgendwie. Wo bist du? Ja. Ja. Ach ja. Nerd, Nerf. Sehr gut. Gibt es jetzt schon irgendwelche Planungen, wo wir was aufbauen zusammen, oder macht jetzt erstmal jeder seinen eigenen Shelter für den? Nee, oder? Also die Idee, also was ich mir überlegt habe, was sinnvoll wäre, wenn wir zuerst quasi einen Marktplatz irgendwo bestimmen und dann quasi um den Marktplatz dann herum die ganzen Gebäude errichten, weil dann könnte man sagen, okay, gut, ich habe Steine über, ich brauche die Steine nicht. Am ersten Tag. Am ersten Tag. Oh, Zombies. Ist nicht eigentlich sinnvoller, wenn wir uns irgendwo eingraben und notfalls da ein bisschen rumgucken und essen? Ja, was zu essen? Wäre vielleicht auch noch ganz praktisch, wenn wir wirklich irgendwo siedeln, wo auch ein Dorf in der Nähe ist, direkt, damit man handeln kann und alles. Ja, wir können doch auf Reisen gehen. Wir können natürlich auch, wenn ihr mehr Zeit habt heute, können wir natürlich auch schon mal 3-4 Folgen aufnehmen und ein bisschen reisen. Das ist natürlich auch eine Option. Ich hab Zeit. Aber da wäre vorher ein Eisen nicht verkehrt. Ja. Boah. Also ein Eisen habe ich. Oh, hier, ich sehe 4 Eisen. Was ist denn Andesit? Ein Eisen. Das ist auch so ein Zeug. So ein neues Zeug. Und aus dem Ganzen kann man an sich nur polierte Blöcke machen, also. Oh, so ein bisschen Licht hier unten machen, ey. Katastrophe. Wird es jetzt dunkel? Oh, Futter. Ausgewittert. Oh, Skelette. Ach, du je. Oh, Schneck, weil sollen wir dich beschützen? Ja. Oh Gott. Ich hasse es. Ich hasse das Wetter, mein Gott. Ich wurde schon mal fast vom Blitz hier getroffen, ne? Das wäre cheaten, wenn ich jetzt das Gewitter. Das ist cheaten, ja. Das mache ich also nicht, Enderman. Ne? So, wer kann mir mal eine. Oh, Enderman. Wir können ja mal eine Enderman, was? Wer kann mir mal eine Werkbank runterschmeißen? Ich hole mal eine von hier oben mit runter, warte. Warte, ich kann eine bauen. Oh, hier ist aber schön. Ja, aber wir brauchen hier oben ja keine zwei nebeneinander. Ich möchte besorgt mein Schnitzel. Ich möchte gerne eigentlich irgendwo. Oder ich kraul gerade einen Wasserfall hoch. Ach, hier ist aber wirklich schön. Ich habe ganz hinten an der Schlucht eine Treppe hochgebaut. Ah, Zombies! Ja. Also wenn man das Wasser hochgeht und dann noch ein Stückchen weiter. So, hier kommt. Oh, Zombie. Ey, das ist ja hier schon direkt. Geht schon los. Brutal hier in der ersten Folge. Ja. Da hat auch das Zeit zurücksetzen nichts gebracht. Oh, und das Schwert. Zeit zurücksetzen? Wir haben noch nicht gecheatet hier. Ja, ich meine, das ist ja wohl klar, dass wir dann mit Time 0 anfangen und nicht mit in der ersten Nacht. Nina uns hat gerade erschreckt. Das stimmt. Das ist gerade Glück gehabt, Nina. Ich wollte gerade, hab gemeint, du wärst ein Zombie. Monster, Mina. Ich hab ein Brötchen auf, ich bin kein Zombie. Ja, was im Augenwinkel. Killclower. Zombie mit Krönchen. Schützt. Aua, oh, Killclower habe ich gerade gehört. Lasst uns ein Gericht bauen und drüber verhandeln und in ersten Erhängen steigen. was? Lauter gemeine Sachen sind hier. Ja, Creeper ist ja auch noch. Ich bin hier, wo seid ihr denn? Was seid ihr unten noch? Ich habe übrigens da, wo wir eben angefangen haben, jetzt mal einen Ofen gebaut und Schnitzel reingeschmissen. Ach, wie nice. Du hast schon das erste. Hier, guck, das ist wieder typisch. Rau, weißt du, meckert über Emanzipation und so, aber geht zuerst in die Küche. Ja, ja. Hör mal, ich bin emanzipiert, ich habe die Küche gefälligst gebaut, ja? Warte, ja, okay. Ich habe auch Fleisch. Ich steuere was bei. Boah. Oh Gott. Jetzt bin ich fast in die Schlucht gefallen. Hat jemand Lust auf Zombie-Fleisch? Lecker. Scheiße. Ich hab einen ganz. Scheiße. Bau mal hier eine Brücke. So. So, ja, hier ist das heimelige Feuer, das ist doch gemütlich. Ich habe schon so ein bisschen Stein gefarmt. So. Boah, das ist so völlig dunkel. Aber das wird nur eine Notunterkunft hier, oder? Ah, ja, lass erstmal eine Not. Wir sollen auf jeden Fall zusehen. Wird, das wird der Dauerzustand. Baut Notunterkünfte nicht eigentlich aus Dreck? Ja. Nein. Aus Dreck. Aus Dreck. Weißt du, nichts hält länger wie ein Provisorium. Da hat gerade Kabums gemacht. Also ich wollte gerade sagen, hier hat ein Blitz eingeschlagen. Das ist hier ganz gar nicht. Oh, da drüben ist ein Schwein.
Wenn den Creeper für mich Item haben lassen. Wir haben aber keine. Habt ihr euch eingebaut? Ja. Ich hol euch raus. Hallo. Congratulations. Super. So, mit einer Spitzhacke baut man kein Holz ab. Das habe ich vergessen. Da holt man eine Axt. So, erst haben wir keine Tür, jetzt haben wir zwei. Ja, eine Doppeltür ist nicht schlecht. Achso, auf beiden Seiten. Oh, ich kann keine Tür machen. Ja, hab schon. Oh, mein Holz. Es hat nicht zufällig schon jemand Samen, dass wir schon mal so ein kleines Feld anlegen können. Ich hab drei. Ich hab nur leider nur Bäume. Das kriegt man das immer noch aus Gras? Ja. Ich spendiere mal eine Kiste. Ey, ich kann hier nicht weiter. Was ist das denn? Okay. Du kannst nicht weiter. Ich bin hier gerade nicht vor so einer undurchsichtigen Wand war ich gerade. Ganz komisch. Oh, mal Licht hier drin noch gemacht. Das wäre mir neu, dass es sowas hier gibt. So, ich bin halb am Verhungern. Da die Frauen ja hier dafür sorgen müssen, dass die Männer was zu essen kriegen, ne? Also wir spielen auch während auf ihr hier normal, ne? Also wir können hungern und alles, aber wir können nicht durch Hunger sterben. Ah, okay, ja, das bin ich nicht mehr gewohnt. Bei Agrarian Skies ist es ja ein bisschen anders. Ich leuchte mal hier ein bisschen aus. So, also wer Samen hat, ich stehe draußen am See, ich baue mal hier ein kleines Feld. Wer Samen hat. Samen zur Verfügung stellen will. Ich bin gerade schon am Sammeln, ich habe schon drei Stück. Ah, gut. Okay, hier. Direkt anpflanzen. Hinter dir. Ja. Immer Zombie kloppen. Ich weiß nicht warum, aber der Granit hat es mir voll angetan. Ich finde den auch cool. Der schaut schon schick aus, gell? Also bei mir sieht er jetzt leider ein bisschen, naja. Oh, kein Gras. Ja, also bei mir sieht es ja auch aus wie Kies, aber ich denke mal mit der passenden Textur ist das auch nochmal was anderes. Ja. Ja. Aber ich will eigentlich ungern ein anderes Texture-Pack haben. Ja, es wird ja noch geupdatet. So. Ja, schlimm, wenn nicht. Haben wir jetzt einen Ofen eigentlich? Da ist nur Essen drin, ne? Im Haus. Ja, ich glaube im Haus drin, ja. Ihr habt schon ein Haus? Naja. Provisorium von Wand. Man nennt es Blockhütte. Mit aber größer bauen, ne? Zwei Skelette kommt zum Haus. Mit Stein. Nicht mal für jeden ein Bett rein. Ja, hier haben wir was zu finden. Wir sind noch nicht mal Schafe, also von daher. Achso. Ja, wir müssen mal Spinnen töten und Spinnenfaden. Ah, dahin hat der Blitz eingeschlagen. Brennt es da? Ja, da hat's gebrannt gerade, ja. Tatütata. Ich geh mal eben hier vorne gucken. Ich mach mal eine Stelle für die Betten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann hat euch später auch noch mehr Zombies. Also ich baue gerade den Keller, da können wir dann Betten irgendwann platzieren. Ich komme mal zur Mina. Ja, wir müssen ja erst... das hier wird jetzt mal nur ein Provisorium, da wir in der ersten Folge so ein paar Sachen sammeln und dann, würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, da wir irgendwo rumherziehen und dann da dann... Bisschen was finden, oder? Oh, okay. Ja. Einen schönen Platz. Aber ein bisschen Vorrat sollten wir haben, das glaube ich wirklich richtig. Und vielleicht was essen? Ich habe noch keine einzige Spinne hier gesehen, ihr? Ja. Ah, doch, da hinten. Sollte ist das jetzt schlau, die Skelette zu den anderen zu lotsen? Nee, oder? Ja, wir killen es dann, wir verstecken uns im Haus. Wenn die Tür im Haus falsch rum eingebaut. Was? Wer der Herr fragt. Ich habe nicht immer eine Tür bisher in der Hand gehabt. So. Die andere ist auch falsch. Oh Mann, immer diese Creeper. Nee, ich war das. Achso. Wieder. Sonst. Dann habe ich nichts gesagt. Ich spendiere. Warum soll das in die Dammerkasche gewesen sein? Weil die das in ihrem Let's Play auch gemacht hat. Was? Ich bin immer lieb und süß. Bist du dir das sicher? Ja, meistens zieht es. Also. Vielleicht sollte ich mir eine Axt machen. So, ich spendiere uns mal eine zweite Kiste. Komm her, komm. Mit meinem Ofen hin und dann würde ich sagen, sammeln wir erstmal Essen. Ich mach mal die Schlucht vor der Haustür ein bisschen zu. Oh ja. Die Kiste auf dem Ofen ist dann für Essen, was das da auf dem Ofen oder so allgemein. So, ich habe schon zwei. Ach, die kann ich ja da nicht öffnen. Ich muss mal die Decke weghauen. Das Problem ist, dass ich mich ohne Minimap halt immer verlaufe, ne? Deswegen darf ich echt nicht so weit weg von euch. Ach, Schneckball, in der Aufnahmepause kann ich dich ja zur Not dann einmal porten. Das fällt dann gar nicht auf. Das bekommt ja auch keiner mit, wenn wir das geheim halten. Okay, dann sprechen wir nicht weiter drüber, okay? Okay, das machen wir dann so. Psst, ruhig. Merkt keiner. So, einmal mit Baummehl hier, ein bisschen das Weizen antreiben. Aber guck mal, der Teilwatz ist da im Boden. Warum ist der Teilwatz im Boden? Ach, hier ist ein, das ist ein Kellerkind. Das ist, kennt ihr den YouTuber, Kellerkind, Zocker. Oh, hier, hier können wir schlafen. Zum Geier habe ich eine Tür. So, und ich mache uns mal ein bisschen Holzkohle, wenn ich Holz hätte. Holz habe ich. Ich habe auch richtige Kohle, ne? Richtige Holzblöcke. Ja.
Dann tu die mal in den linken Ofen rein. Mada. So, jetzt brauchen wir nur noch Betten. Ich hab auch Kohle, warte. Ich hab auch echte Kohle. Ja, dann machen wir aus der Kohle. Dann mach die Kohle unten und die Holzblöcke oben. Weil Holzkohle ist mich. Das ist eigentlich Verschwendung. Ja, ist egal, das ist egal. Was? Wir machen erstmal möglichst viel Holzkohle, weil Holzkohle ist effektiver als Holz von dem Brennwert her. Ja. Und dementsprechend sollte man das auch nutzen. Ach, jetzt hast du den Rechten genommen. Du gräbst dich hier runter. Ach, warte mal, dann ruhig. Ich hab schon ein bisschen Holz. Jetzt brauchen wir nur noch Betten. Ja, bei dem Ding hier. Bins. Oh. Hm? Was ist los? Die Sonnenblumen, ach, die. No. Dieses. So dunkel, mach mal jemand Licht an. Oh, Rosen, guck. Nein, das mache ich jetzt. Oh, Skelett, Hilfe, ich hab Angst. So, ich will jetzt ein Steinschwert haben, mir reicht das. Bin gut. Ja, ja. Beziehungsweise Eisen. Ich brenne mir jetzt Eisen, genau. Ich habe hier noch nichts an Rohstoffen gefunden. Ah, wir haben unseren kleinen Unterschlupf in dem anderen Höhlenende haben wir ordentlich Eisen. Also wer Eisen braucht, der muss nochmal zu uns. Ja, wir müssen das ja, wir können das ja eh alles gemeinschaftlich. Wir sind ja eine Dorfgemeinschaft, also ein von daher. Hab ich noch. Da. Ich hab noch 6 Rohre, die kann ich gleich mal in den Ofen packen. Das könnte mal aufhören zu regnen, das ruckelt hier bei mir ein bisschen. Boah! Wow. Meine Tastatur spackt rum. Der will mich hauen. Komm her, ich mach den kaputt. So. Kennt ihr das, wenn eure Tastatur quasi eine Taste drückt, obwohl ihr die schon losgelassen habt und er die, oh, also ja, gerade meint, umzuspacken? Nö. Ja, das ist mir mal bei Alien Isolation passiert, was eine beschissene Sache ist, wenn die Tussi einfach da rumläuft, du aber gar nicht mehr auf Laufen drückst und das Alien gerade angewackelt kommt. Das ist der Grund, warum ich mit Controller zock, wenn es möglich ist. Ich hab mich mittlerweile dran. Was haben wir für eine Tageszeit? Wir haben es gerade so. Ja, nee, es geht, die Sonne geht auf. Sonne, ja. Ach, hier, also, ist eine Ebene. Da, wo es heller ist. Achso, ist ein Creeper. Ich also, es sieht zumindest heller aus gerade als eben gefühlt. Oder sieht daran, dass der Regen weg ist? Nee, es regnet und A noch, B, es wird heller. Okay. Hätten wir das ja gekriegt? Oh, hier. Alter, die. Also, da müssen wir aber aufpassen, dass sie dann. Irgendwas ist gerade explodiert. Oh, ja. Creeper. Ja, wir suchen uns dann irgendwo ein schönes Land und dann. Oh, sorry. Danke, Panik. Ich hab noch ein halbes Herz. Oh, oh. Dann heil dich erstmal. Ich brauche was zu essen. Hä, in der Küche müsste was liegen. Hier an. Oh, ist grad ein bisschen. Ich hab noch ein paar Pommes über. Ich hab noch ein bisschen Pizza liegen. Zuckerrohr. Ja, wer hat denn was zu essen? Wo ist ich hab was zu Hause? Essen. Sind hier irgendwo Schafe? Wo bist du? Ich hab keine gesehen. Ich lauf gerade ein bisschen rum. Da bist du. Hey, hier ist eine Spinne. Spinni. Kinder, warte. Du hast was zu essen, hast du gesagt. Ja. Ich hab noch ein halbes Herz nach deinem Angriff. Leid. Nach deinem Angriff. Ja, ich bin ihr irgendwie in den Weg gelaufen. Ich bin ins Messer gesprungen. Was hat die denn für hat die schon ein Dierschwert oder warum macht die so viel damit? Naja, vielleicht, wenn er am Verhungern war. Wenn ich zwischendurch mal nicht antworte, dann habe ich mich gemutet, weil ich husten und niesen muss. Nur, dass sich keiner wundert. Okay. Ich bringe noch ein bisschen Schweinefleisch mit, okay? Bisschen Apfel. Ja, ich auch. Lecker Spinnenaugen. Jetzt wäre ich fast in die Treppe gefallen von Mina. Ach. Ich hab was? Mina tötet Leute. Die Schlucht, die du rausgebaut hast. Am Ende der Schlucht wäre ich fast reingefallen. Hier sind's. Ich gehe jetzt mal zurück. Da kann man sich doch gar nicht wehtun, oder? Da musst du ja schon reingesprungen sein. Ja, wäre ich auch fast. Warum machst du denn das? Wo ist das schneller eigentlich? Also mehr als Schweine gibt's hier auch nicht irgendwie. Oh, da ist eine Insel. Es ist gut, wenn man eine Map hat, aber nicht markiert, wo zu Hause ist, gell? Ja, das ist sehr schlau. Ziemlich intelligent. Also ich bin schon im weiten Wald. Hui. Wir haben die Schneckball verloren. Sie macht ihre eigene Dorfgemeinschaft. Nein. Und dann, Das Schneckballdorf. Bader fängt wieder an mit seinem ganz. Juhu. Wieso? Ich hab doch nur 4 Öfen aufgestellt und 4 in eine Kiste. Sind doch noch. Ne, 3 in eine Kiste. Sind doch noch wenig. Ja, stimmt. Das werden noch mehr. Du erinnerst dich an unsere Mine, die noch keiner in der fertigen Version gesehen hat. Ja. Also. Eine Schmiede. Schmelzer. Boah. Die Mine. Komm. Schneckball, du hattest die Zeit im Auge, ne? Ja. Ich versuche mal jetzt wieder zurückzukommen. Erfolg. Nee, ich lache nicht. Klang aber so. Oh, ein Schweinchen. Nee. Dich direkt töten. Schade, ja. Aber eigentlich muss ich nur gerade auslaufen. Oh, geil.
Ein Bogen. Oh, da hinten kämpft jemand. Ich bin nicht allein. Wer ist da? Ja. Noch ein Schweinchen. Hi. Boah, ich finde das ja so nervig, dass es so viele neue Blumenarten gibt und all so ein Kram. Nervig? Ich finde das schön. Ja. Können wir schöne Blumenbeete machen. Das müllt das Inventar immer so voll. Einfach nicht abbauen. Ich wollte gerade sagen, sammelt das doch einfach nicht ein. Aber Blumen braucht man doch zum Färben. Ja, das ging früher auch ohne zu Hause, ohne blaue Blumen. Hast halt Lapis genommen. Ich mache einen auf Rasenmäher. Auf eins tot. So, ich hätte schon mal ein String. Ich könnte schon mal ein Viertel Wolle machen, das heißt ein Zwölftel Bett. Ich hab zwei. Drei. Ach, guck mal, da können wir Ich glaube, die 20 Minuten sind auch schon wieder abgelaufen, oder? Ja, 20 Minuten, 43 Sekunden. Yep. Ja, Schneckball. Ja, wie war das, du hältst? Ja, wir müssen uns, dann sammeln wir uns raus, machen kann in Ruhe. Jetzt muss ich nur den Weg finden. Wir sind hier schon. Schaf hat noch niemand gefunden, oder? Nein, Schweine ohne Ende, aber... Es hat noch keine gefunden, Schafe hier. Ich mach mal die Strings in die Kiste. Ja, gute Idee. Tibran, wo bist du eigentlich? Hier, hinter dir. Ah. Schon direkt ausgerüstet. Hauptsache, du hast eine Rüstung. Ich fass es nicht. Der Bonze. Mein altes Eier geklaut, der Junge. Gott, ich hab abgebaut. Und geklaut. Läuft. Was ist er denn? Gar nicht eigensinnig. Na, ich glaube, da unten sind jetzt noch 30 Eisen oder so drin. Oder 20. Das sollte mal in der nächsten Folge runter. Jo. So, wer hat meine Sonnenblume abgerissen hier? Ich nicht. Weiß nicht. Ich kann ja eine neue pflanzen. Aber wir können uns auf alle Fälle mal verabschieden für diese Folge, weil sonst überziehen wir nämlich noch viel mehr. Stimmt. Ja. Na. Der Tibran hat schon einen Bogen. Jo, läuft. Eben von einem Skelett bekommen. Also bei mir läuft. Ja, dein Detail war's. Komm her, schnell, hopp. Hopp. Lauf, lauf! Wenn wir die erste Aufnahme schon zusammen anfangen, können wir sie auch zusammen beenden. Wie sich das gehört. Genau. Die Blumen! So. Blumen kaputt gemacht. Ja, ich finde, ich bin unschuldig, aber darüber können wir in einer anderen Folge von Minecraft The Village diskutieren. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.